Okay, ich habe mich jetzt schlau gemacht und hoffe, dass die Info stimmt, die ich erhalten habe. Ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch und ich habe da jetzt auch nicht von jeder Quest voll die Ahnung. Gerade wenn das neuere Quests sind, die habe ich dann ja teilweise selber noch nicht gemacht und dann kann das schon sein, dass ich mich ein bisschen blöd anstelle. Also ich habe da jetzt nachgelesen und da stand, dass dieses östliche von diesen drei Häuschen der Eingang wäre zu den Katakomben. Dann checken wir das doch mal ab. Irgendwo soll man nicht vorbeigehen, da würden dann ständig irgendwelche Viecher rauskommen. Das werden wir dann aber wohl selber rausfinden müssen. Aha. Also hier rein. Hier war ich doch vorhin schon mal. Genau. Ja, Katakomben des Morgenwaldes, da steht's ja. Wäre ich 2 Meter weiter gelatscht, aber ich bin ja vor dem untoten Schurken da geflohen, weil ich Schiss vor dem hatte. Ey, eine Truhe. Die will ich mal auf jeden haben. Irgendwo soll man hier nicht vorbeigehen? Jetzt frage ich mich nur, wo. Ah, da ist ein Viech. Gehen wir erstmal auf den da. Und schauen wir nach, was in der Truhe ist. Ihr wisst ja, Truhen sind immer gut. Wow, ein Bogen. Cool. Sag ich mal her. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Und? Mal hier zeigen. Macht ein bisschen mehr Schaden, macht aber weniger Beweglichkeit. Das ist ja blöd. Was ihr macht meiner noch Ausdauer und ich habe das Zielfernrohr drauf. Und noch 4 kritischer Trefferwert. Schade. Nee, dann würde ich sagen, dann behalte ich meinen an. Wenn der nicht schlecht aussieht, aber von den Stats her würde ich sagen, ich behalte meinen. Sei denn, er wird super gut aussehen. Können wir mal testen. Vielleicht den Eva-Höcker kann ich ihn auch mal anziehen. Sag ich mal hier. Ach nee, ich behalte den anderen. So. Pilze habe ich auch noch gefunden. Na super. Jetzt schauen wir mal, wo es weitergeht. Na toll, hier habe ich natürlich keine Map. Da scheint es nicht weiterzugehen. Da ist nur so ein Viech. Vielleicht droppt das hier was Cooles. Wir nehmen es mal mit. Und Punkte kriegen wir ja auch. Was war das denn? Hat er noch nachgeätzt? Also, da geht es mal nicht weiter, dann müssen wir dahin. Stille Schemen. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, was der meint. Wenn man an so einem Grab da vorbeigeht, dann kommen da so Viecher raus. Oder da kommen Viecher raus. Müssen wir mal schauen. Ganz langsam. Obwohl, das hier, da stand was von Grabrahmen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie diese Dinger da auf dem Boden meinen. Und nicht die hier. Manchmal ist das ja so, man läuft an sowas vorbei und dann kommt so ein Skelett um die Ecke. Wow. Deswegen versuchen wir mal, möglichst nicht in der Nähe von diesen Dingern lang zu laufen.
Ne? Ich weiß nicht, wie dicht man da dran vorbeilaufen muss. Will ich überhaupt hin? Ah, ach, da hinten will ich hin. Okay. Dann versuche ich es jetzt mal hier lang. Und eben nicht so dicht an diese Dinger zu kommen. Den nehmen wir schon mal mit. Jeder Gegner, der schon platt ist, ist ein Gegner, der uns nicht mehr in die Quere kommt. Den machen wir auch gleich platt. Der ist aber hartnäckig. Gut. Vielleicht darf man die einfach nur nicht berühren. Da sind noch mehr. Jo. Da hinten muss es irgendwo sein. Und wo bitte? Da! So ein bisschen versteckt da unten. Wo ist denn der Schemi jetzt hin? Ist der unsichtbar geworden? Lichtgeschmiedeter Bogen. Super. Och, jetzt muss ich noch ein Wappen suchen. Ein Tunnel unter den Katakomben. Das ist wohl der hier. Gespenstisch. Also hier ist es ja echt eng. Ein Tunnel halt. Ach du Schande, der mich erschreckt. Gekrümmter Schrecken. Fragt sich, wer hier mehr Schrecken in den Gebeinen hat. Der Schrecken oder ich? Weia. Da, guckst du dir an. Ich sehe ihn gar nicht richtig vor lauter Wurzeln und Dreck und Erde. Uiuiui. Soll ich hier noch ein Wappen suchen? So wie es aussieht, ist es aber nicht mehr so weit bis zu dem Wappen. Da hinten ist was. Okay. Erst noch diesen Schrecken da anmachen. Okay. Da lang. Cool. Ah, ein Endfinger. War ja nötig. Schöne Handschuhe. Meine. Was ist das denn? Okay. Jetzt hier fertig oder was? Komme ich hier wieder raus? Oder ist hier Ende Gelände? Wahrscheinlich ist hier Ende Gelände. Zeig mal hier. Ja, da ist der Tunnel zu Ende. Das heißt, wir können jetzt wieder hier raus. War da noch was? Ach nee, da war das ja vorhin. Dieses Wappen, was wir uns geschnappt haben. Jetzt hier noch an den Schemen vorbei. In der Mitte sind ja schon ein paar tot. Also, beziehungsweise der Weg ist jetzt schon relativ frei hier. Okay, bis auf den einen. Aber das ist ja nicht so tragisch. Dann müssen wir noch auf die Rahmen da aufpassen. Kann ja auch Spaß mal an einem Rahmen vorbeigehen, ob da wirklich irgendwelche Viecher rauskommen. Aber erst ganz am Schluss, wenn ich schon fast durch bin. Vorher versuche ich noch, mich durchzuschlängeln.
Hier ist ja alles auch fast geklärt. Okay, ich versuche es jetzt mal mit dem Rahmen. Zack. Da. Ii. Lecker. Jo. Also, wenn ihr noch ein paar Mobs mehr haben wollt zum Klatschen, lauft einfach munter über diese Rahmen drüber und ihr werdet Spaß haben. Hier, die sind noch tot. Nee, ihr nicht. Die Truhe ist natürlich schon weg. Die habe ich mir ja schon geschnappt. Boah, raus an die Luft, ey. Uiuiuiuiuiui. So. Was geht jetzt ab? Jetzt muss ich wieder zu dem Typen da oben. Da. Und jetzt muss ich. Was soll das denn? Wie, der ist direkt vor mir. Ist er doch gar nicht. Der ist doch da oben in seiner Hütte. Da gehen wir jetzt auch hin. Ich könnte ich da den Weg lang? Ach, egal. Hier geht's auch. Ups. Ist mal raus. Hier draußen kann man doch etwas unbeschadeter hochhoppeln als da unten. Okay, einer hat mich im Target. Okay, zwei, drei, vier. Nee, Quatsch. Ach, der haut eh ab. Dann nehmen wir den da. Ja, da sind wieder ein paar. Ganz habe ich jetzt noch nicht kapiert, was ich mit dem Typen machen soll. Muss ich mir das Teil mal anschauen. Entfernt die beschützenden Verzauberungen um diesen Morbid-Teufel. Gut, dann machen wir das mal dahin. Und schauen mal nach. Da geht's wohl rein. Was war das denn? Noch ein Würmchen oder schon ein neuer Typ? Ist nämlich mal so ein Kristall der Wildheit. Da ist ja dann die Angriffskraft ein bisschen erhöht. Ach du Scheiße. Und jetzt? Ah. Toll. Wo kam der denn jetzt her? Oh, nee. Mist. Oh, jetzt bin ich eh gleich tot. Der ist auch tot. Mann, Mist. Gab wieder Nahrung. Hopp. Puh. Was war das denn? Hätte ich nicht gedacht, dass wir den noch klein kloppen. Jetzt brauche ich irgendwas zu essen. Wie wäre es denn mit... Okay, ein Heiltrank? Nee, ich nehme mal ein paar Pilze, Schwammerl. Die sind schon mal gut. Den Heiltrank, den kann man halt auch im Kampf nehmen. Deswegen ist der dann ganz praktisch. Schnell noch ein Notessen kochen. Ist das Buffgut? Ja, prima. Dann mache ich mir jetzt noch dabei ein Buffgut. Und zwar das hier. Also in manchen Situationen ist es doch besser, wenn man Buffgut gegessen hat. Gerade wenn man so einen fetten Gegner trifft. Es ist zwar nochmal gut gegangen. War wahrscheinlich auch gut, dass ich hier diesen Buff ausgelöst habe, da ja dann die Angriffskraft um 10 erhöht wird.
Sonst hätte ich den wahrscheinlich nicht platt gemacht. Puh. Jetzt wirkt das Ganze. Jetzt sind Ausdauer und Willenskraft um 4 erhöht. Willenskraft ist egal für uns hier, weil wir ja kein Mana haben. Aber dass die Ausdauer erhöht ist, ist ganz gut. Jetzt kommt der schon wieder um die Ecke. Nee, auf den habe ich jetzt keinen Bock. Dann soll der nochmal vorbeilatschen. Seine Patrouille ziehen da. Und ich sehe das Feuer nicht. Nein, nicht in diese Richtung latschen. Geh weg. Blödi. Nein, nicht hierher. Der geht echt hier lang. Darf ja wohl nicht wahr sein. Mann, ey. Da läuft er ums Haus. Sehr schön. Lauf, wo du willst, aber nicht in meine Richtung. Da läuft der Patrouille. Okay. Wer ist da drin? Ein Fleischfresser. Da kommt ja noch was. Juhu, Level up. Ist das was Neues? Oh, eine Dungeon. Ein verborgenes Aufspüren. Okay. Erst versuchen wir mal noch diese Quest hier zu regeln. Das Hütchen habe ich da oben gefunden. Dann ist der Typ vielleicht auch da oben. Da ist noch ein anderer. Jetzt schleichen wir uns mal an. Ja, warte jetzt. Das ist ja nur ein Hut. Muss ich echt in die Katakomben? Och nö. Schade. Ist es wirklich so? Tiefe im Tunnel, entgegengesetzte Richtung, aus der ihr gekommen seid, ertönt ein verstörendes Kichern. Entgegengesetzt der Richtung, aus der wir gekommen sind. Und jetzt? Klasse. Okay. Hätte ich doch auf den Text vertrauen sollen gerade. Also, wir gehen da nochmal rein. Wo war das denn? Da drüben. Eigentlich direkt hier geradeaus. Ja. Da gehe ich jetzt mal rein. Und dann muss ich gucken, wo der Typ ist. Jetzt hätte ich gehofft, dass ich mal aus dem blöden Keller da raus bin. Nö. Und wieder rein. Ich freue mich schon aufs nächste Land ohne so viele dunkle Höhlen und so Zeug. Entgegengesetzt der Richtung, aus der wir gekommen sind. Also, da unten ist einer und da ist einer. Wir sind da lang. Da war irgendwo noch so ein Tunnel zu sehen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich sehe irgendwo ein Fragezeichen, das mir weiterhilft. Ist da drüben vielleicht noch ein Tunnel? Erstmal ein paar von den Schemen killen. Ups, okay, da kam noch ein Huhl von hinten. Den nehmen wir auch noch mit. Oh goldig, zwei Ratten. Nee, eine Maus und eine schwarze Ratte. So. Zwei Stück. Also, da ist ja wohl nix.
Gegenüber von dem Tunnel. Also, gucke ich erstmal, ob hier noch was ist. Also hier ist definitiv kein Tunnel, nur ein Schemen. Okay, also muss es irgendwo da sein, obwohl da Morgens Bann steht. Wo kann das denn nur sein? Oh, zur Not muss ich gleich wieder nachschauen. Wie gesagt, alles, was man nicht weiß, muss man nachschauen. Da. Oh, so wird es kleiner. Ich muss ja rauskommen. Oder ich muss da rein, aber da ist doch dieser Obermacker. Und da ist das Haus, da war nichts. Ich versuche jetzt nochmal hier reinzugehen. Aber das war doch auch eine Sackgasse. Da komme ich doch eigentlich nur zu diesen kleinen Viechern hier. Ich versuche jetzt erstmal hier lang zu gehen. Bis ans Ende des Flurs. Oder eben bis dahin, wo ich dieses Viech da gefunden habe, dieses Wappen. Und die Viecher hier. Sonst. Oh, vielleicht ist da irgendwo ein geheimer Durchgang. Könnte sogar sein. Da war das Wappen drin. Da, okay. Fand ich jetzt nicht so ersichtlich, dass es da weitergeht von der Map her. Naja, jetzt sieht es ja gut aus. Ich kann das noch nicht zaubern. Ganz schön eng und dunkel hier unten. Da, der nächste. Jetzt habe ich vor Schreck mal den falschen Knopf gedrückt. Reflex. So ein kleiner böser Schrecken hier kommt. Ah, was haben wir denn da? Oh, ein rasselndes Eisgespenst. Wo ist die Obermacke? Machen wir uns erstmal an das rasselnde Eisgespenst. Kein Pfad verfügbar. Super. Und jetzt? Stuhl. Kann ich jetzt nicht dahin oder was? Da ist ein Leichnam. Okay, dem hier kann ich was machen. Eieiei. Da ist der Obermacker. Ist denn mein Tierchen? Du komm doch her. Da ist es. Wow. Hier sieht es ja gespenstisch aus. Wie viel Life hat der? Naja. Den noch pack. Okay, ich kann es ja mal versuchen.
Oh, hier sind aber so viele. Nee, ich sammle mich mental und dann probiere ich es.